Ja, hallo zusammen. Wir sind heute bei diesem wunderbaren, schönen, sonnigen Wetter auf unserem Dachgarten, den wir angelegt haben. Wir haben hier ein Garagendach. Ich verlinke euch mal hier oben das Video, wie wir dieses Garagendach renaturiert haben. Und so ein paar kleine Randfacts. Wir haben im Endeffekt hier so einen Bereich, wo Garagendach ist und alles, was dahinter ist, ist nicht mehr Garagendach. Das heißt, wir haben in erster Linie angefangen hier die Statik anzuschauen, wie viel Dachlast dürfen wir drauf haben, und haben wir gemerkt, okay, wenn wir das jetzt so machen wollen, wie wir es machen wollen, müssen wir so ein bisschen Boden von hier nach darüber bringen. Das haben wir gemacht. Wir haben gefräst, wir haben den Boden von hier nach darüber verbracht, haben insgesamt, glaube ich, 4 Tonnen Sand eingebracht und untergearbeitet. Ihr seht hier in der Mitte, wie wir stehen, in einem schönen Rondell mit Naturstein hergestellt. Das hier wird dann diese Wohlfühloase, wo man auch wirklich so einen kleinen Tisch hinstellen kann und so mitten im Naturgarten sitzt. Ja, wird einfach bei Bedarf dann gemäht. Genau. Momentan noch nicht. Ist ja gut, die Viecher freuen sich, wenn sie was zu fressen haben, aber wenn dann irgendwann mal jemand sich draufsetzen will, dann... Ihr fragt euch bestimmt, warum sind wir hier? Wir haben eine Pflege gemacht. Letztes Jahr im November haben wir den ganzen Garten hier angelegt. Jetzt haben wir Ende April und das ist so ein bisschen ein Zeitraum, wo man sagen kann, okay, wir gehen vorher mal durch und schauen mal, welche Arten jetzt drin sind. Was ist wirklich gekommen von dem, was wir angepflanzt haben? Was wollte nicht so? Was ist drin, was wir gar nicht wollten? Und sagen wir, das, was wir gar nicht wollten, das haben wir jetzt einfach rausgenommen und wie gesagt, gepflegt. Das ist bei uns, gehört das mit dazu. Und wir sagen, nach einem gewissen Zeitraum, also ungefähr ein halbes Jahr rum, 5 Monate, 4 Monate, je nachdem, in welchem Jahreszeit wir gerade sind, kommen wir nochmal und pflegen das Ganze nochmal nach. Und ja, das haben wir gemacht. Und ich muss wieder sagen, wieder ein cooler Naturgarten geworden von uns. Absolut. Finde ich jetzt. Eigenlob stinkt zwar manchmal ein bisschen, aber in dem Sinne, ich mag's und ich denke, unsere Kundin ist auch zufrieden. Ist echt schön geworden. Und die Idee bei so einer Pflege hier ist auch grundsätzlich nicht nur, dass wir einmal durchgehen und das dann klar machen, sondern wir versuchen da auch möglichst viel Wissen zu transferieren. Das heißt, wir geben den Kunden, den Leuten dann auch mit, hey, die Arten hier machst du vielleicht besser raus, die Art lass einfach drin, stört ja gar nicht, weil in 2 Jahren ist die eh verschwunden. Und auf die Art musst du besonders aufpassen, dass man da einfach dann den Leuten auch was an die Hand gibt, dass die auf Dauer diesen Garten eben so pflegen können, dass der sich genauso entwickelt, wie es eben sein soll, wie es dann eben auch optimal ist, wie es auch optisch und insgesamt von uns auch gedacht war ursprünglich. Ja. Und ich würde sagen, wir nehmen euch jetzt noch mal kurz mit, zeigen euch noch mal so ein bisschen die Pflanzen, die wir angepflanzt haben. Bei Highlights, Berthold erklärt euch noch mal kurz ein bisschen, wo wir was wie gemacht haben. Und in diesem Sinne, los geht's. So, dann fangen wir mal an und gucken uns ein paar Highlights an, was vielleicht auch gerade blüht, wo man sich gut angucken kann. Wie ihr vielleicht sehen könnt, hier gelbblühend, Bodendecker, was wir hier reingesetzt haben an vielen Stellen, das ist das Frühlingsfingerkraut Potentilla verna. Bitte nicht verwechseln mit dem kriechenden Fingerkraut, das ist Potentilla reptans. Das habt ihr wahrscheinlich auch oft in euren Gärten, das ist aber eher auf nährstoffreichen Böden. Das bildet unangenehme Ausläufer unterirdisch und das kriegt man auch gefühlt nie wieder weg. Frühlingsfingerkraut ist völlig harmlos, das bildet oberirdisch so Polster, bildet auch ein paar Ausläufer oberirdisch, aber ist wirklich einfach zu entfernen und eigentlich hauptsächlich auf nährstoffarmen Böden. Und idealerweise solltet ihr es auch gar nicht entfernen, weil das ist eine wichtige Pflanze für viele Wildbienenarten, auch für einige Falterarten. Also da gehen ganz viele Tiere ran, ist super beliebt. Deswegen das auf jeden Fall im Garten lassen, wenn ihr es habt. Wir haben hier im Garten auch das kriechende Fingerkraut, das ist ein bisschen weiter hinten. Da, wie gesagt, haben wir auch ganz klar gesagt, aufpassen, das ist auf Dauer ganz schön konkurrenzstark und auch anstrengend. Dann gehen wir mal hier hin, eine sehr, sehr schöne Art, die wir noch drin haben. Hier gerade rosa blühend, das ist der Cytisus purpureus, der Purpur-Geißklee. Der ist nicht in Mitteleuropa, in Deutschland heimisch, sondern so südlicher Bereich von der Schweiz. Deswegen haben wir den auch nicht in großen Massen eingesetzt. Aber er hat eben einige Verwandte auch in Mitteleuropa, deswegen ist er durchaus für einige Tiere auch von Bedeutung. Da hatten wir vorhin auch einige Pelzbienen dran, die gehen da sehr, sehr gerne sich ein bisschen Pollen mit verköstigen. Insgesamt ist es auch echt spannend, wie viele Tiere hier unterwegs sind. Wir gucken gleich mal, ob wir euch noch ein bisschen was zeigen können. Aber wir haben hier eine recht große Population drin von der Sandbiene. Und zwar von der, wie heißt sie? Ehrenpreis, rote Ehrenpreis-Sandbiene. So eine rote Bienenart, relativ schlank. Die braucht eben genauso sandige Böden, wie wir sie hier haben. Kommt auch nur relativ selten in Gärten vor. Deswegen freut es mich auch riesig, dass die hier ist. Die mag eigentlich eher so Magerrasen oder so magere Gehölzsäume. Die verköstigt ihre Brut eben, wie der Name schon sagt, unter anderem auch mit Ehrenpreis und bohrt Gänge in den Sandboden. Und der Boden hier ist eben dadurch, dass wir hier viel Sand eingearbeitet haben,
relativ sandig, das magst du sehr, sehr gern. Da haben wir jetzt gerade einen unheimlich schönen Käfer drauf, den ich jetzt spontan nicht bestimmen kann. Vielleicht kann man den auf dem Bild auch ein bisschen sehen. Unheimlich schöne Farbe hat er, ganz tolle Art hier. Der holt sich hier vom Bergsteinkraut. Das ist die Pflanze hier, das ist Alyssum montanum. Und da fliegt auch gerade so eine Sandbiene rum, die könnt ihr gerade sehen. Sehr schöne Art, immer grün, nicht arg langlebig, also nicht wundern, die stirbt bald ab. Also 2-3 Jahre maximal, aber die sät sich sehr gut aus, das heißt, die wird sich weiterhin auch gut verbreiten. Apropos Aussaat, wie ihr sehen könnt hier, einige von euch haben es bestimmt schon entdeckt, ganz viele Färberkamillen überall drin. Dann haben wir an einigen Stellen auch Vergissmeinnicht, wir haben Silenia ameria, das ist das Nelkenleimkraut, haben wir mit drin. Also wir haben jetzt viel Zwischensaat auch reingesät, einfach, dass der Boden auch ein Stück weit schon mit Pflanzen bedeckt wird, die wir haben wollen, die sich nicht nur von außen als Beikraut einsäen, sondern die eben dann auch gewollt sind an der Stelle. Das sind aber alles relativ kurzlebige Arten, die werden auf Dauer auch verschwinden und verdrängt werden. Das ist aber eben auch so gedacht, weil auf Dauer sollen ja die Stauden, die wir gesetzt haben hier, das Ganze übernehmen. Und dadurch wird das Ganze dann eben auch relativ pflegeleicht im Verhältnis. Dann schauen wir mal, was wir noch Schönes haben. Wir haben ja auch einige Gräser drin, die möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Hier der Schabschwingel, Festuca ovina, der ist an den Stellen, wo das Dach jetzt hier besonders, ist eine kleine Senke, wo das Dach besonders dünn ist, die Schicht hier, der ist ultra trockenheitsverträglich, deswegen haben wir den da auch hingesetzt. Ist eine super Art, ganz, ganz viele Tiere gehen daran, also das ist wirklich eine absolute Knallerart bei uns im Ökosystem, eine absolute Basisart. Dahinter kann man auch sehen, hier leicht im Gehölzrand, da wo sie sich auch super wohl fühlt, das ist die Ackerglockenblume, das Campanulara punculoides. Man sieht auch, das hier ist so ein bisschen der Bereich, wo sich offensichtlich ganz gerne Katzen aufhalten. Die scharren da den Boden immer wieder frei. Aber auch das darf man nicht unbedingt unterschätzen. Also Katzen sind erstmal ökologisch gesehen nicht wirklich der Knaller. Das ist euch, denke ich, auch bewusst. Aber bodenfrei scharren ist eigentlich immer so ein Thema. Da ist immer was los an freigescharrten Böden, da finden wieder Bienen Platz, da finden einjährige Arten auf Dauer Platz zum Überleben. Und das ist eben auch super, super schön und auch von uns so gewollt. Hier drüben, ich gehe gerade mal ins Beet rein, da vorne haben wir noch eine Art, die jetzt auch gleich oder bald anfängt zu blühen. Wahrscheinlich morgen oder so. Das hier ist der Wiesensalbei, Salvia pratensis. Auch eine richtig, richtig schöne Art. Ist deutlich weniger aromatisch, wenn man die Blätter reibt, als jetzt der Salvia officinalis. Das ist also nicht zu ersetzen damit, aber ist eben ökologisch gesehen sehr, sehr wichtig. Da gehen ganz viele Tiere ran, die dann fressen. Gibt ganz viele Wildbienen, die an die Blüten nachher rangehen. Und der ist einfach auch unheimlich schön, also ist echt eine Zierde. Deswegen ist der super, super empfehlenswert. Mag ich auch unheimlich gern, die Art. Wie ihr sehen könnt, hier auch ganz viel Färberkamille, Zwischensaat. Hier haben wir bewusst auch einige Bereiche offen gelassen, weil hier in der Gegend, also speziell hier hinter mir unten drunter, waren sehr, sehr viele Ameisenlöwen schon vorher da. Und die brauchen eben genauso schüttere Böden, wo es Licht auf den Boden kommt, wo viel Sand ist. Da gehen die nachher ihre Trichter bauen, gehen auf die Jagd. Deswegen war hier auch die Idee, wir lassen hier einige Böden, Bodenbereiche eben so ein bisschen locker. Haben wir hier eine Nachtfalterpflanze, die noch nicht blüht, fängt aber auch demnächst an. Das ist die Silene vulgaris, das ist das Taubenkropf-Leimkraut. Relativ konkurrenzstarke Art, aber super wichtig. Also gehen diverse Nachtfalter zum Nektar trinken ran, das ist nicht so wichtig, aber es fressen auch ganz viele Tiere dran und das ist wichtig. Und ist eben auch eine schöne Art, die auch immer grün ist. Deswegen gehört die bei uns auch so durchaus zu den oft gesetzten Basisarten. Und wenn ihr euch fragt, was das hier zwischendrin alles ist, das hier sind diverse Laucharten, die wir gesetzt haben. Da sind vor allem einige Kugellauchs drin. Das hier sind sehr, sehr viele Kugellaucharten. Die sind für so Dächer immer super geeignet, weil die extrem trockenheitsverträglich sind und auch mit so sandigen, lockeren, mineralischen Böden eben sehr, sehr gut klarkommen insgesamt. Ja, ich denke, das ist jetzt erstmal für den Teil hier von dem Dach recht guter Überblick. Ich möchte euch jetzt aber gleich noch einen anderen Teil zeigen, weil wir haben hier nämlich auch noch ein halbschattiges Beet gestaltet. Und das ist jetzt natürlich klassisch. Halbschattige Beete haben ihren Blütehöhepunkt deutlich früher als jetzt dieses Magerrasen- oder Gehölzrandbeet, was wir hier haben auf der Garage. Und deswegen ist natürlich da drüben jetzt noch mal ein bisschen bunter. Da gehen wir jetzt mal rein und schauen uns das noch mal zusammen ein bisschen genauer an.
So, das hier ist das Halbschattenbeet, was wir auch noch gestaltet haben. Da möchten wir auch noch ein paar Pflanzen euch jetzt zeigen. Ein paar Stück von denen kennt ihr schon, da hatte ich euch in einigen Videos schon was gezeigt. Hier vorne, wunderschön gerade Vollblüte, die Sternmiere, die große, Stellaria holostea. Dahinter das hier, nesselblättrige Glockenblume, die wird erst im Juli kommen, aber ist eben auch super wichtig. Und dazwischen drin jetzt gerade einige Doldenmilchsterne, das ist der Ornithogalum umbellatum. Auch eine schöne Art, die jetzt eben als Zwiebelpflanze relativ spät blüht. Hier haben wir jetzt ganz viel sogenanntes Beikraut mit drin. Da hat sich was eingesät, und zwar der Feldklettenkerbel. Der haben wir gesagt, den jäten wir jetzt nicht raus, weil wenn wir den jetzt komplett wegmachen würden, hätten wir wieder jede Menge offene Böden, wo wieder Beikräuter herkommen. Und der Feldklettenkerbel ist eine einjährige Art, der ist nicht sonderlich konkurrenzstark. Der wird sich hier nicht gegen die Stauden, die wir zwischen reingesetzt haben, durchsetzen können auf Dauer. Deswegen lassen wir den jetzt einfach mal da. Man sieht aber auch die Stauden, die wir gesetzt haben, zum Beispiel hier den Ayuga reptans, den kriechenden Günsel. Man kann auch an verschiedenen Stellen zum Beispiel das Gras gerade schön erkennen, was wir hier reingesetzt haben. Das ist die Rasenschmiele hier, Deschampsia cespitosa. Dann haben wir da drin ein paar andere nette Pflänzchen, wie zum Beispiel, ich kletter jetzt mal da rein, hier, das ist ein Blatt vom Wiesenbärenklau. Bitte nicht verwechseln mit dem Riesenbärenklau, der hier ist heimisch und ultra wichtig. Das ist der Heracleum sphondylium, meine ich, heißt er. Dann haben wir da eben an einigen Stellen zum Beispiel auch den Wasserdost mit drin. Ich gehe auch mal kurz da rein. Wasserdost ist hier. Ist auch immer spannend, wenn man das sieht, so ein kleines Pflänzchennetz hier. Und in 3 Jahren ist das hier so ein halber Quadratmeter und entsprechend auch hoch. Hier hinten super gekommen sind auch die Taubnesseln. Die werden hier auch als Bodendecker nachher mit übernehmen. Dann haben wir da oben, was schon vorher drin war, wo wir gesagt haben, lassen wir auch drin. Die Bergflockenblumen hier blühen jetzt natürlich wunderbar zusammen mit der, das ist hier kriechende Gemswurz. Das ist die Doronicum pardialanches. Lassen wir natürlich auch alles drin. Und hier insgesamt, also ich bin da unheimlich happy. Das ist eine super schöne Farbkombination hier. Die Gemswurz, die Bergflockenblume und dahinter dann das als Bodendecker die Sternmiere. Gefällt mir sehr, sehr gut. Echt schön. Und das Gute ist, wie gesagt, hier zwischendrin der Klettenkerbel. Den rauszumachen würde nichts bringen. Der kommt dann einfach wieder. Den lassen wir jetzt einfach als Bodendecker da. Und da können dann nachher letztendlich auf Dauer sich die großen Stauden, die wir zwischendrin gesetzt haben, auch durchsetzen. Und das werden die auch definitiv. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Da gab es noch ein, zwei Arten drin da oben, wie den Goldfelberich. Den wollten wir jetzt hier nicht haben. Der ist potenziell invasiv. Auch nochmal eine schöne Art hier unten, auch eine super Kombination. Hier die rote Lichtnelke, das ist die Silene dioica. Die ist auch relativ wuchtig, also bei Nelke denkt man immer zartes Pflänzchen. Aber die wird sich auch ganz gut aussehen hier und ist genau für so Standorte auch super gemacht. Dahinter dann meine Lieblingspflanze im Schatten. Das ist die mandelblättrige Wolfsmilch, Euphorbia amygdaloides. Einfach auch das Blattwerk in Kombination mit den Blüten oben, also ich finde die ist nicht so knallig irgendwie, aber unheimlich schöne Pflanze, also von der Wuchsform her ganz toll. Und eben auch eine schöne Kombination hier zusammen mit dem Doldenmilchstern mit Weiß im Hintergrund. Das sollte man generell auch immer beachten. Weiß ist immer ganz wichtig, einfach um der Fläche eine gewisse Struktur zu geben und nicht nur so knallig bunt, weil ihr kennt doch bestimmt auch diese Stiefmütterchenbeete oder Hornfeilchen, wo dann so bunt alle Farben durcheinander geschmissen sind. Das ist super knallig, aber das sieht einfach nachher nicht hübsch aus, das hat keine Wirkung, das ist einfach nur bunt knallig, kurzer Effekt, aber das hat einfach auf Dauer kein so malerisches Potenzial, und dafür sind eben diese Arten hier super geeignet, die dazwischen drin eben weiß sind, um dem Ganzen einfach eine gewisse Ruhe zu verleihen, dem Bild, und nicht immer nur alles bunt knallig und hier Vollgas, sondern eben etwas gedämpfte Farben kommen zwischendrin eben super, weil dann kommt die hier viel besser zur Geltung, wie zum Beispiel die rote Lichtnelke hier. Ja, ich denke auch, das Beet hier entwickelt sich super. Wir haben, wie gesagt, einige Sachen auch rausgemacht, aber hier war jetzt auch gar nicht so viel insgesamt zu tun, weil eben hier der Klettenkerbel als Bodendecker schon ganz gut funktioniert und weil unsere Bodendecker sich da entsprechend auch entwickeln. Ich hoffe mal, auch das Update hat euch wieder gefallen. Wir halten euch auch hier weiter auf dem Laufenden, wie sich das entwickelt, sind aber super happy und sind sehr, sehr zuversichtlich. Das wird ein richtig, richtig schönes Beet hier, und ich hoffe, das Video hat euch auch wieder gefallen. Und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.